Die Sendung wird präsentiert von Liebs, die Werbeagentur. Gute Werbung ist die beste Werbung. Elfter, Elfter, 11:11 Uhr. Die Herrschaft der Narren hat begonnen. In Amerika wurde der Erste bereits vor Tagen gewählt. Nun ist es auch an den Neubrandenburgern, das Zepter in die Hand zu nehmen und sich den Schlüssel zum Rathaus aus den Händen des Oberbürgermeisters zu holen. Es ist wieder an der Zeit, politische Entscheidungen aufs Korn und politische Entscheider auf die Schippe zu nehmen. Die fünfte Jahreszeit ist angebrochen. An Rhein und Main besonders laut gefeiert, hat sie auch in Neubrandenburg jahrzehntelange Tradition. Der Karnevalsclub Tollensia geht in seine 50. Faschingssaison. Mit Freunden zusammen zu sein, mit Gleichgesinnten zu feiern, die sich verkleiden wollen, den Alltag Alltag sein lassen und lustig sein wollen. Singen, tanzen, essen, alles zusammen machen wollen, vielleicht auch ein bisschen küssen, könnte auch sein. Und das ist der Spaß dabei. Zusammen mit dem Karnevalsverein Vier Tore, der sein 25. Jubiläum feiert, ging es auch in diesem Jahr städtischen Themen an den Kragen. Heimspiel in mehrfacher Hinsicht für Oberbürgermeister Silvio Witt, der ja selbst dem Kabarett entstammt, wie er selbstironisch erwähnte. Hotelabriss, Rathaussanierung und der Altersdurchschnitt des 1. FC Neubrandenburg boten Themen für eine spöttische Auseinandersetzung. So geht der sanierte Ring nach Willen der Jecken als großer Preis von Deutschland an Bernie Ecclestone und das Hotel wird als touristisch nutzbare Ruine halb wieder aufgebaut. Nach Übergabe des Rathausschlüssels kann nun sofort mit der Umsetzung begonnen werden. Zur 50. Faschingssaison richtet der KC Tollensia dieses Jahr am 26. November das Landesprinzenpaartreffen aus. Im Januar folgen 3 Faschingsfeten. Am Fastnachtsdienstag, dem 28. Februar, geht das närrische Treiben auf Vereinsebene zu Ende. Für die nächste Faschingssaison hat das kommende Jahr einiges zu bieten. 2017 ist Bundestagswahl. Mit diesem närrischen Auftakt in Neubrandenburg begrüße ich Sie ganz ohne Tusch und Narrenkappe hier auf Neu1 zum Neu1-Journal. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Unsere aktuelle Umfrage dreht sich in der Regel um eher lokale Themen. In der vergangenen Woche waren wir dann aber zu einem ganz international bedeutsamen Ereignis mit dem Mikrofon unterwegs. Was halten Sie vom Wahlausgang in den USA? Ja, also es war doch schon ein Schock, heute früh im Fernsehen zu sehen, dass es nicht Hillary, sondern der Donald Trump geworden ist. Und ich denke schon, dass es Veränderungen geben wird in Europa. Und ich hoffe nur, dass Europa sich relativ schnell auf diese veränderten Bedingungen einstellt und einfach auch ein demokratisches Miteinander weiter möglich sein wird. Ja, wird sich, ne? Also wir wissen nicht, was passiert. Ich hätte es nicht erwartet. Einfach, ich hätte nicht gedacht, dass Amerika so blöd ist. Beide Parteien waren schrecklich, finde ich. Wenn die Clinton etwas besser gewesen wäre, hätte Trump keine Chance. Aber so, ich denke, wir werden spüren. Würde ich schon vermuten, dass sich einiges ändert in der Politik, wirtschaftlich vielleicht und diplomatisch sicherlich auch. Aber weitere Dinge könnte ich mir jetzt nicht so vorstellen. Dazu ist, glaube ich, Herr Trump im politischen Bereich auch vielleicht auf einem Terrain, welches er so noch nicht betreten hat. Ist nicht gut für Deutschland eigentlich, finde ich. Was soll da für Auswirkungen kommen? Der Mann wird sich auch genauso fügen müssen wie alle anderen auch. Der hat auch seine Berater alles und danach muss er auch arbeiten. Der kann ja auch nicht jetzt so willkürlich irgendwelche Sachen machen. Ich hoffe, dass er sich nicht so sehr übernimmt, wie er jetzt gesagt hat. Ganz schlecht. Ich bin enttäuscht und hätte es der Clinton gegönnt. Tja Gott, was soll man davon halten? Das ist rechtsmäßig gewählt und das muss man auch anerkennen. Das sind demokratische Wahlen. Wir müssen das respektieren, akzeptieren. Und Deutschland wird schon den richtigen Weg gehen mit Amerika. Und na gut, Trump ist eine Figur für sich. Aber wenn er sagt, er will mit Europa, will er einiges machen und Tradition fortsetzen, finde ich okay. Die Amerikaner haben den Präsidenten, den sie verdienen.
Was soll ich vom Ausgang der Wahl halten? Das Problem ist, dass die Amerikaner gewählt haben und wir da im Vorfeld schon so viel Stimmung gemacht haben. Wir kennen die Kandidaten eigentlich nur vom Hörensagen, was in der Presse kommt. Und ich kann mir ehrlich gesagt persönlich nicht ein richtiges Urteil erlauben. Ich kann jetzt nicht sagen, es ist schlecht, es ist gut. Alle sagten, das ist eine Wahl mit den beiden Kandidaten. Da können sie keinen von beiden nehmen. Aber das Problem ist, das haben die Amerikaner aufgestellt. Und dann zu sagen, wählen zwischen Pest und Cholera, das ist alles auch nicht in Ordnung. Also ich sage, die haben gewählt, die Amerikaner, wir müssen damit klarkommen. Schauen wir jetzt, was Sie unter anderem noch in dieser Sendung erwartet, die Vorschau. Nach einem neuen Schulgebäude ist jetzt auch der Schulhof perfekt. Wir werfen einen Blick zur Neubrandenburger Regionalen Schule am Lindetal. Und auf über 300 Jahre Tradition kann die Neubrandenburger Schützenzunft zurückschauen. Wir schauen uns das heute des Skisports an. Liebe Zuschauer, nur wer sich die Geschichte vor Augen hält, kann daraus Schlüsse für Gegenwart und Zukunft ziehen, kann sich dafür einsetzen, dass sich Grauen nicht wiederholt. Auch in Neubrandenburg hielt man in diesen Novembertagen unter anderem deshalb die Erinnerung an einen Schicksalstag wach. Der 9. November. Jahrestag zweier Ereignisse in der deutschen Geschichte, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Stolz und Freude zum Mauerfall am 9. November 1989, Hass und Rassenwahn am 9. November 1938, Reichspogromnacht. Im nationalsozialistischen Deutschland brennen hunderte Synagogen. Auch Neubrandenburg bildete damals keine Ausnahme. Oberbürgermeister Silvio Witt erinnerte zur jährlichen Gedenkveranstaltung am alten Standort der Neubrandenburger Synagoge an Zeiten, die von Antisemitismus und Nationalismus geprägt waren. Die Ablehnung von allem Fremden wurde begleitet von Hass- und Hetzparolen, die letztendlich in unfassbaren Taten gipfelten. Heute, so der Oberbürgermeister, kann man einem erschreckend ähnlichen Hetzjargon in den sozialen Netzwerken begegnen. Helfen Sie mit, dass wir diesen Hass nie wieder gewinnen lassen, richtete sich das Stadtoberhaupt an die Zuhörer. Die Dinge, die damals passiert sind, sind unbeschreiblich gewesen, aber sind nicht von einem Tag auf den anderen passiert, sondern sie haben sich entwickelt in der Gesellschaft, leider so entwickelt. Und darauf immer wieder aufmerksam zu machen und zu sagen, haben wir nicht vielleicht heute an mancher Stelle auch solche Tendenzen und dem entgegenzuwirken und zu sagen, nein, wir wollen das nicht und wir haben aus der Geschichte gelernt. Deswegen ist es wichtig, so einen Tag heute auch noch zu begehen. In Neubrandenburg erinnert seit 1988 eine Gedenkplastik an den Standort der alten Synagoge und die Umstände ihres Verschwindens. Seit 2008 ergänzen jüdische Grabsteine den Gedenkort, die einst auf dem jüdischen Friedhof standen, der 1940 durch die Nazis aufgelöst wurde. Neben Steinen als letzte handfeste Erinnerung jüdischen Lebens in der Vier-Tore-Stadt bewahrt das Gedenken die mahnende Vergangenheit vor dem Vergessen. Gut 100 Neubrandenburger Bürger nahmen am Gedenktag am Schicksal der jüdischen Gemeinde Anteil. Gleich klingelt es zur Premierenhofpause an der Regionalen Schule am Lindetal. Bleiben Sie dran. MMZ. Möbel und mehr. Regional ist erste Wahl. Renninger, Fahrzeugkomplettreinigung und Reifentreff in der Nonnenhofer Straße in Neubrandenburg. Hier dreht sich alles um des Deutschen liebstes Kind, das Auto. Immer dienstags ist Seniorentag. Senioren zahlen für alle Waschprogramme 15% weniger. Jeden Mittwoch heißt es Frauentag. Die Wäschen 3 und 4 kosten für Frauen nur 7,50 Euro statt 9,50 Euro.
Renninger. Alles für Ihr Auto. Funkwellen und Elektrosmog umgeben Sie Tag für Tag ganz nah. Allseits unterschätzte Gefahren für Ihre Gesundheit, warnt Roger Muretoni. Da könnte man eine ganze Liste von Krankheiten aufzeigen, die durch diese Mobilfunkverstrahlung entstehen. Das Problem ist, dass viele Menschen das am Anfang nicht merken. Oder wenn sie es merken, dann beziehen sie es nicht auf dieses Problem. Schützen Sie sich und Ihre Familie mit den Lichtharmonie-Produkten. Erhältlich bei immer mehr Partnern in Neubrandenburg und der Mecklenburgischen Seenplatte. Liebe Zuschauer, wer an moderne Schulausstattung denkt, hat wohl als erstes PCs, Tablets und WLAN vor Augen. Das Bundesbildungsministerium will da ja in nächster Zeit für kräftigen Schub sorgen. Aber nicht nur Hard- und Software braucht eine gute Schule. Ziemlich exakt vor 4 Jahren herrschte Jubelstimmung an der Neubrandenburger Regionalen Schule Ost. Zum einen feierte man den 40. Geburtstag der Schule und zum anderen stand fest, dass das in die Jahre gekommene Schulgebäude durch einen Neubau ersetzt werden würde. Inzwischen ist hier eine neue Zeit angebrochen. Die regionale Schule am Lindetal verfügt über ein modernes Schulgebäude und jetzt auch über einen angemessenen Schulhof, der am 10. November erstmals von den Schülern in Beschlag genommen werden konnte. Also ich finde das unbeschreiblich, weil ich kam auf die Schule und wir hatten nicht meinen Schulhof, wir hatten Bäume und nur Asphalt. Und also ich möchte mich bei allen bedanken, weil das ist ja mehr, als wir uns erhofft haben sozusagen, und das ist einfach nur krass. 7.700 Quadratmeter Platz für derzeit 450 Schüler. Sport- und Bewegungsanlagen, Sitzangebote und in passender Jahreszeit auch etwas Grün. In einem zweiten Realisierungsabschnitt für die Außenanlagen wurde all das, übrigens auf eine Schüleridee zurückgehend, termin- und kostengerecht fertiggestellt. Tag für Tag bietet sich so ganz praktischer Mehrwert und mehr Qualität für den Schulbetrieb. Dass die Möglichkeiten da sind, in den Pausen sich aktiv zu erholen. Wir machen doch die Beobachtung, dass unsere 5. und 6. Klassen ein sehr hohes Bewegungspotenzial haben, dass sie hier sich austoben können, dass sie wieder frisch und erholt nach der Pause in die Klassen kommen und dass dann auch die entsprechenden großen Schüler ein bisschen mehr Raum haben, um in Ruhe mal zu quatschen und sich vielleicht ein bisschen zurückzuziehen. Es war doch sehr eng im letzten Jahr hier auf den bisher zur Verfügung stehenden Flächen. Schon kurz vor der ersten Pause für den neuen Schulhof wurde das Gelände offiziell vorgestellt. Ein kleiner Rundgang bot auch Oberbürgermeister Silvio Witt die Gelegenheit, einen Blick auf dieses nun abgeschlossene Projekt und wieder ein Stück mehr Schulqualität in Neubrandenburg zu werfen. Die Modernisierung der Schulinfrastruktur in Neubrandenburg ist in den letzten Jahren weit vorangekommen. Das ist ja hier eine neu gebaute Schule. Wir haben jetzt noch 2 Grundschulen, die wir sozusagen vor den Füßen haben, die wir sanieren müssen, und eine regionale Schule. Aber dafür sind die Karten gelegt, die Pläne sind da und wir sind auf einem guten Weg. Hier am Lindetal haben Schule und Schüler noch einen Wunsch offen. Die angrenzenden Sportanlagen hätten auch eine Sanierung verdient. Dazu müssen aber erst einmal weitere Fördermittel akquiriert werden. Das Schießen in ganz friedlicher und sportlicher Ausübung. Thema gleich hier im Neu-Ein-Journal. Mozzarella King, die Adresse für Gourmet-Liebhaber. Edler Büffelmozzarella direkt aus Italien als Mittelpunkt mediterraner Spezialitäten. Hochwertige Produkte und Feinkost, schmackhaft leichte Pausenteller, kleine und große Käseplatten, Weine, Präsente. Bestellbar im Internet oder vor Ort im Shop in der Ukranenstraße 12 in Torgelow. Mozzarella King.
Genuss kann so einfach sein. Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft im Fernsehen. Beiträge rund um das Wohnen in der Vier-Tore-Stadt. Monatlich neu, fünfmal täglich auf Sendung. Das Neuwoges-Magazin. Nur hier auf Neu 1. Sie zählen in vielen Städten und Gemeinden zu den ältesten Vereinen. Die Rede ist von Schützenvereinen. Der sportliche Wettbewerb im Schießen hat lange Tradition, auch in der Vier-Tore-Stadt. Wir haben uns aber das hier und heute in der Tollense Schützenzunft Neubrandenburg einmal angeschaut. Schützen sind Perfektionisten. Müssen sie auch sein, denn beim Sportschießen geht es oft um Millimeter. In der Tollense Schützenzunft Neubrandenburg von 1700 beruft man sich auf eine über 300-jährige Tradition. Und auch heute noch wird gern geschossen in der Vier-Tore-Stadt. Ob mit Druckluft oder Pulver, Gewehr oder Pistole, Kleinkaliber oder Großkaliber. Nach allen Regeln der Kunst und natürlich unter strengen gesetzlichen Regularien. Man muss sich konzentrieren, wenn man treffen will. Und das gibt dann, wenn einem das gelingt, sich zu konzentrieren, dann stellt man auch wieder eine gewisse innere Ruhe her. Denn heutzutage ist ja so, ich meine, die haben den ganzen Tag Stress und dann irgendwo sollte man diesen Stress abbauen. Und dann kommen die eben her und dann schießen sie. Und ich sehe es bei mir immer, wenn ich die ersten Serien schieße, die kann ich vergessen eigentlich, aber das kommt dann, wenn man runtergefahren ist. Dann wird es ruhiger und dann geht's und dann macht es umso mehr Spaß, wenn dann auch, ich sag mal, die Ergebnisse kommen in Form von hohen Ringzahlen. Lange war der Schießstand Männerterritorium. In den ursprünglichen Schützenzünften waren Frauen per se verboten. Heute jedoch entdecken auch viele weibliche Schützen die Faszination Schießsport. Diane Oklitz ist eine von ihnen. Sie trainiert derzeit für das Königsschießen zum Kreisschützentag. Schießen als Ausgleich zum Alltag, als Stressabbau nach anstrengendem Arbeitstag? Nicht so für Diane Oklitz. Hier geht es vielmehr um sportlichen Ehrgeiz. Nee, Stress eigentlich nicht. Das ist eigentlich doch so. Stress habe ich hier, wenn ich schieße, wenn ich so zum Wettkampf muss oder so. Und dennoch agiert sie im Wettkampf sehr erfolgreich. Ein Titel als Landesschützenkönigin und mehrere Siege bei Kreismeisterschaften stehen für sie zu Buche. Körper anspannen, Nerven ausschalten, um das Geschoss ins Schwarze zu lenken. Neuneinhalb, nah an der perfekten 10. Auch wenn das Schießen je nach Waffenart und Kaliber ein Mindestalter voraussetzt, lässt sich die spezielle Koordination von Hand und Auge schon in frühen Kindestagen trainieren. Seit 2 Jahren bietet die Tollense Schützenzunft neben Druckluft- und Pulverschießen auch den Bogen an. Hier können sich natürlich unter Aufsicht schon die Kleinsten an der Zielscheibe probieren. Also die Mitgliederzahlen sind stetig am Steigen. Also es wird sehr gut angenommen. Wir haben jetzt Trainingstage, wo wirklich diese Schießlinie, ich weiß nicht, wie breit die jetzt ist, aber 50 Meter wird die schon sein und die ist dann schon gut gefüllt. Tochter Anna-Maria ist mit von der Partie. Mit 4 Jahren hielt sie ihren ersten Bogen in der Hand. Entsprechend erfahren hantiert sie mit dem Sportgerät. Also man muss richtig gucken, dass man richtig löst. Und halt richtig stehen und halt den Bogenarm immer schon rausdrehen und dann lässt man ihn los.
Trotz 300-jähriger Traditionspflege öffnet sich die Thulense Schützenzunft auch neuen Herangehensweisen an das Sportschießen und neuen Trends. Das 3D-Bogenschießen etwa ist hier schwer angesagt. Gezielt wird auf Tierattrappen unter Einbeziehung des Geländes. Auch das nicht ohne Anziehung auf junge Bogenschützen. Also es macht mir sehr Spaß, weil wir immer dann so durch den Wald gehen und dass wir halt nicht so gesagt immer halt am Handy sitzen, sondern auch draußen halt an der Natur. Man kann halt viele Tiere oder Scheiben halt selber bauen und deswegen, ja. Früh lernen die Kids, dass das Schießen kein Initialisierungsritus ins Erwachsenwerden ist, sondern dass es hier mehr als in manch anderer Sportart vor allem um verantwortungsbewusstes Handeln geht. Denn auch Pfeil und Bogen in Kinderhand sind nicht von schlechten Eltern. Hallo, mein Name ist Peter Schilling. Am 18.11. bin ich in Neubrandenburg in der Konzertkirche und ich lade euch ein, dahin zu kommen. Und jetzt das Wetter. Ob die Sonne scheint, es regnet oder schneit, hier herrscht angenehmes Einkaufsklima zu jeder Zeit. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bethaniencenter Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Wie das Wetter auch wird, hier finden Sie immer, was Sie brauchen, ohne groß herumzulaufen. Bethaniencenter Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Mit dem Blick auf Wetter- und Veranstaltungskalender endet diese Sendung. Bleibt mir noch, mich von Ihnen zu verabschieden und Sie zur nächsten Sendung wieder einzuladen. Ab Freitag, 18. November, 18 Uhr, hier an dieser Stelle. Machen Sie es gut. Tschüss. Die Sendung wurde präsentiert von Liebs, die Werbeagentur. Gute Werbung ist die beste Werbung. Über 400 Tiere in 100 Arten aus aller Welt sind hier im Tierpark Ueckermünde zu Hause. Die genaue Zahl ist dabei natürlich auch von der ein oder anderen Familienplanung abhängig. Das ganze Jahr lädt der Tierpark Ueckermünde, groß und klein, jung und alt, auf unvergessliche Erlebnis- und Entdeckungstouren ein. Sie werden schon erwartet. Und während auch schon mal ein Bewohner scheinbar etwas launisch reagiert, sorgen andere noch für ein ordentliches Erscheinungsbild. Die Löwen ganz majestätisch desinteressiert, der Pfau auf maximale Wirkung aus.
Egal, wann Sie den Tieren begegnen, es sind immer unvergleichliche Beobachtungen ganz aus der Nähe möglich. Dazu kann man auf Führungen und bei regelmäßigen täglichen Schaufütterungen auch noch viel über Tier und Umwelt lernen. Und auch der Spaß kommt im Tierpark Ueckermünde nicht zu kurz. Über das ganze Jahr verteilt stehen spezielle Veranstaltungshighlights auf dem Kalender. Für Pausen und Stärkung, die das großzügige Areal dem Besucher durchaus abverlangen kann, stehen gastronomische Angebote der Tierparkgaststätte oder der Affenschenke bereit. Diese ist mitten auf dem Gelände, gerade bei den kleinen Gästen, sehr beliebt. Na, macht das nicht Lust auf mehr? Der Tierpark Ueckermünde wartet auf Sie. Das ganze Jahr.